Hey Tails, du hast den BBAZ verpasst. Den besten Bosskampf aller Zeiten. Nun, hat dir Jacker neue Infos oder Limericks verraten oder was auch immer er quasselt? Du weißt ja, das Übersetzungsgerät ist noch nicht ganz ausgereift. Das kann man wohl laut sagen. Also, die Aliens bestehen jedenfalls aus einer unglaublich starken Energiequelle. Der Hyperkraft. Die steckt in ihnen drin. Wie eine Art Batterie? Tja, es ist ihre Lebensquelle. Du hattest ja einen Vorgeschmack und weißt, was passiert ist. Batterie ist sozusagen eine Untertreibung. Lustigerweise hatte das Gerät es erst als widerlichen Körpergeruch übersetzt. Na, so ein Fiesling. Du weißt sicher, wen ich meine. Den sie Eierkopf-Nasenhaar nennen, nimmt... Eierkopf-Nasenhaar? Ich lach mich kaputt. Den muss ich mir merken. Ich weiß, ich hab's mir schon notiert. Jedenfalls nimmt er ihnen ihre Kraft weg. All ihre Kraft. Und er verwendet sie für ein böses Brötchen? Eine böse Wecke? Oder nein, Zecke? Ach so, für böse Zwecke. Geschickt ausspioniert. Weiter so. Hey, wo willst du denn nun wieder hin? Den Eierkopf McNasenhaar finden, natürlich. Ich nenne ihn ab jetzt McNasenhaar. Nächster Halt, Sweet Mountain. Ein zuckersüßes Paradies. Perfekt für jene, die Geburtstag feiern oder den nächsten nicht erreichen wollen. Nächster Halt, Sweet Mountain. Ein zuckersüßes Paradies. Perfekt für jene, die Geburtstag feiern oder den nächsten nicht erreichen wollen. Nächster Halt, Starlight Carnival. Nächster Halt, Tropical. Nächster Halt.
Die Anti-Schwerkraft-Toiletten in diesem Level sind außer Betrieb. Wir bitten um Entschuldigung und hoffen, dass wir es euch noch weitere 20.000 Lichtjahre verkneifen können. Level 17 kommt es zu einem Druckverlust. Bitte haltet im kalten Vakuum des Weltalls die Luft an, bis ihr das Bewusstsein verliert. Anschließend ist euch alles egal. Viel Spaß euch allen. Bin unterwegs!